So, Freunde, wir sind heute auf dem Event vom lieben Onel und da sind auch einige Hersteller am Start. Und einen Hersteller habe ich gefunden, der bei einer coolen Aktion mit dabei ist, und zwar Darkseid. Die haben ein paar Geschenkboxen und sogar zwei Pfeifen rausgesucht, die wir jetzt heute hier verlosen können. Das heißt, wir gucken uns kurz mal den Stand an, gucken uns die Geschenkboxen an, dann stellen wir ein paar Leuten, die hier am Start sind und Bock haben, ein paar Shisha-Fragen. Und wer die richtig beantwortet, kriegt eine Box oder eine Pfeife. So, wir haben uns jetzt hier noch eingeschlichen und kriegen jetzt erstmal die Boxen gezeigt, habe ich gehört. Ja, auf jeden ich, Fall ich weiß, zwei Pfeifen sind dabei, aber ich weiß nicht, was in den Boxen drin ist. Soll ich sie mal holen? Ja, lass uns die Boxen angucken. Komm mal mit. Hier habt ihr euch noch eine schöne Lounge-Ecke gebaut. Ja, wir haben hier auf jeden Fall eine Lounge. Wir haben hier unsere Starline Booth. Auf der anderen Seite hast du Darkseid. Ja. Wir laufen in der Regel immer 16 Pfeifen auf beiden Seiten. Und hier drüben haben wir noch kalten Eistee. Und kalten Eistee. Willst du was trinken? Basti, willst du einen Eistee? Wir haben Eistee. Basti will auch einen Eistee. Basti kriegt einen Eistee, einmal für dich. Und einmal hier nochmal für dich, erstmal noch einen Starline-Drink. Oh. Eiskalt, das ist eiskalt. Aber wir nehmen. Perfekt. Ach, guck mal, wer da noch am Start ist. Der Herr Onur. Grüße. Onur, einer von unseren Hookermeister hier mit am Start. Der ist wirklich ein Hookermeister. Ich würde sagen, ich hole mal kurz ein paar Boxen vor, was wir da haben. Und danach decken wir uns gleich ein und danach bringen wir die mal ein bisschen unter die Menschen. Wir kümmern uns erstmal darum. Ja, klar, machen wir so. Können wir da so einen Fortnite-Sound drüber machen? So, wir haben jetzt hier einmal die erste Box am Start. Alex, erklär uns doch mal, was du da alles so drin hast. Okay, guck mal, wir haben auf jeden Fall ein paar Preise da. Wir haben 6 von den Boxen da, zwei Darkseid Orion Pfeifen, aber die ist auch sehr selten in Deutschland momentan. Die meisten sind immer auf die Hermes aus. Wir haben auf jeden Fall dabei Darkseid Trockenmatten, nice. Kohle. Wir haben Muller-Catches dabei, Zange. Ah, geil, die zum Aufstecken, ne? Ja, genau, die zum Stark. Aufstecken mit eingebauter Dichtung. Wir haben nochmal Darkseid Joysticks in Weiß dabei, so als kleines Basispaket für die Shisha-Station daheim. Und dazu nochmal ein schönes. Das gibt es auch zu jeder Box. Das gibt auch zu jeder Box. Und von den Boxen haben wir 6. Von denen haben wir 6 und die kriegen und wir jetzt heute noch unter die Pfeifen. Menschen. Und nochmal 2 Pfeifen. Okay. Und die kriegen wir heute noch unter die Menschen. Wir müssen uns eigentlich fast einen kleinen Wettbewerb ausdenken. Ne? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen mal rum, machen ein kleines Hookah- und Darkseid-Quiz. Gehen mal zu den Leuten, die hier draußen Pfeife rauchen, und stellen dir mal ein paar lustige Fragen. Und die will ich jetzt richtig beantworten, würde ich sagen. Bekommen eine kleine Box und am Ende für die Pfeife denken wir uns noch was aus. Ja, das ist ein guter Plan. Let's go. So, wollen wir hier direkt einmal in die Menschenmasse reingehen? Wo fangen wir an? Warte, stopp, Alex. Wir brauchen noch eine Quizfrage. Ja, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz langsam an. Wir machen erstmal so ein paar kleine Basic-Fragen. Ja. Darkseid Hermes, Mars oder Orion? Welcher hat eine Edelstahl-Base? Hermes, aber das Hermes. Wissen die Leute noch nicht. Lass uns mal hingehen erstmal. Ja, wir suchen mal jemanden. Warte, ich habe eine Idee. Die erste Person, die bei mir steht, kann eine Darkseid-Box gewinnen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, ich war erster. Okay, also ich weiß nicht, wer von den beiden Jungs jetzt schneller war, deswegen eine Runde Schere, Stein, Papier, nur bis 1. Schere, Stein, Papier. RIP. Ja, GG. Aber du hast auch noch nicht gewonnen. Du musst ja noch eine Quizfrage beantworten. Erstmal moin. Moin, freut mich. So, Quizfrage. Hermes, Orion oder Mars, welcher von denen hat eine Edelstahl-Base? Darkseid, Pfeife. Oh, fuck. Ich muss raten. Hermes, Orion oder Base hast du gesagt, ne? Hermes, Orion oder Mars. Die 3 Darkseid-Pfeifen, die es gibt. Oh. Orion. Falsch. Ah, ärgerlich, scheiße. Weißt du es? Orion. Das ist halt auch. Beide 50. Aber Hermes, das wäre richtig gewesen. Also. Leider beide falsch. Du warst als drittes da. Haben wir schon die nächste Frage auf Lager? Wie viele Follower hat der Darkseid Instagram-Account? In Tausender-Schritten. Kann ich meinen Kollegen fragen? Mit. Circa Toleranz 1000. Gibt keinen Telefonjoker. Waren das schon 100.000? Ich glaube, weit weg entfernt. Weit weg entfernt. Wie viele sind es aktuell? Wir sind bei 16.000. 16.000. Willst du auch noch mitmachen? Ja, gerne. Okay, dann brauchen wir noch eine Frage. Was war der letzte Post auf dem Darkseid Instagram-Account? Das hat bestimmt irgendwas von dem Onels-Event mit zu tun, oder? Bisschen präziser.
Präsentation der Tabaksorten, die auf dem Onels-Fest werden? Nein, leider auch nicht. Leider nein. War das der Onels X Darkside Post? War das der Onels X Darkside Post mit unseren Gewinnspielaktivitäten hier am Stand. Ja. Das war schon ein bisschen sehr unpräzise, sorry. Ja. Muss ein bisschen mehr präziser sein. Würdest du gerne die Chance nutzen, eine Darkside Box zu gewinnen? Immer, gerne. Immer. Klar doch. Dein Kollege hat mir gesagt, du kennst Shisha WG. Ja, klar. Ja. Dann habe ich jetzt hoffentlich für dich eine einfache Frage. Okay. Wie viele YouTube-Abonnenten in 1000er Schritten habe ich aktuell? 106.000, glaube ich. Das ist leider 1000er daneben. Ah, scheiße. Sorry. Das sind seit kurzem dann 107. Das sind wegen den einen dann mehr oder weniger. Geben wir eine Box raus. Wir geben eine Box raus. Okay, auf Ehre von Darkside. Hier für dich einmal. Danke euch. Dann Glückwunsch zur ersten Box. Danke dir. Und guten Rauch. Wollen wir hier direkt das nächste Zelt nehmen? Wärst du bereit für eine kleine Quizfrage, um eine Darkside-Box zu gewinnen? Warum denn nicht? Dann ist die Frage. Darkside hat zwei Flavor, die auf Limettenbasis basieren. Nenne die beiden. Skyline. Es geht aber nur um Deutsche. Nur um Deutsche. Zwei Flavor, die auf Limettenbasis basieren. Ja, Skyline und der andere? Irgendwas mit Spirit, glaube ich. Ja. Dark Spirit? Richtig, ja, genau richtig. Boah. Mashallah. Meine Glückwünsche und viel Spaß mit der Darkside Box. Und guten Rauch. Viel Spaß damit. Guck mal, da ist eine Riesenschlange. Einfach durch die Schlange gehen. Wir machen Folgendes. Wir gehen ganz, ganz vorne an die Schlange hin und fragen Dieb, wer sozusagen für eine kostenlose Box sich wieder hinten anstellen würde. Okay, das ist auch gut. Das ist gut, oder? Das ist gut. So, wir schleichen uns hier gerade mal ein bisschen durch die Schlange. Ja, genau. Die sehr, sehr lang ist. Okay, das ist eine sehr, sehr lange Schlange. Hallo. Hallo. Das ist ja schon eine sehr lange Schlange, oder? Ja, eine sehr ziemlich lange, ja. Wie lange stehst du schon? Wie lange? Halbe, dreiviertel Stunde mit mir. Halbe, dreiviertel Stunde. Würdest du sagen, das wäre dir das wert, für diese Darkside-Pfeife dich direkt wieder komplett hinten anzustellen? Steht im Weg. Ich glaube schon, ja. Wollen wir das so machen? Ja. Dann geben wir dir jetzt die Schlange und begleiten dich einmal. Die Schlange, wir geben dir die Pfeife und begleiten dich zum Ende der Schlange. Okay, so machen wir es. Sehr gut. Deal. So, komm, hier. Vielen Dank. So, wir haben euch einen Platz frei gemacht, ne? Ja. Will noch jemand nachziehen? Wir haben noch eine Box hier. Will sich jemand ganz hinten anstellen für die Darkside-Geschenkbox? Ganz hinten anstellen. Ja? Komplett ans Ende. Okay, let's go. Dann hier einmal für dich der Darkside-Geschenkbox. Dankeschön. Aber einmal ganz nach hinten. Ah ja, haut rein. Let's go. Wie lange standst du schon? Eine Stunde. Gefühlt schon. Echt eine Stunde? Gefühlt schon. Trip. Aber egal, haut rein, Jungs. Lohnt sich, oder? Ja. Stark. Komm, wir begleiten euch mit nach hinten. Ach, ihr gehört zusammen und jetzt muss er alleine nach hinten. Ja, ist schon fast diabolisch. Gut, also was gewonnen, was verloren, ist eigentlich ein fairer Deal, würde ich sagen, oder? Gut, dann viel Erfolg. Ja, danke schön. Ciao, ciao. Ihr passt auch auf, dass sie sich wirklich anstellen hier, ja? Wenn ihr wieder vorgeht zu den Kollegen, kommen wir abholen. Ich hab noch eine Idee. Wir holen uns zwei Leute ran, die einen Sprint hinlegen müssen. Wir sind ja auf einem Sportplatz. Mhm. Da muss man ja auch Sport machen. Der Gewinner von dem Rennen kriegt die Pfeife und der Verlierer kriegt noch eine Box. Aber Rennen ist langweilig. Bisschen spannender muss man schon machen. Was willst du machen? Irgendwas Diabolisches. Guck mal, die haben da so auflassbare Sitze. Ach, der Wahnsinn. Denkst du, sowas ist teuer? Was kostet denn hier so eine aufblasbare Couch? 28 Euro. Würdest du die jetzt so richtig abstechen für eine kostenlose Darkside-Box? Aber ich würde sagen beide, damit sie sich beide... Beide? Setzen. Ja. Eine Box und eine Pfeife, Theo. Ja, sind die komplett am Arsch. Das ist ja das Geile dabei. Jetzt weiß ich, warum es Darkside heißt. Heute eine Couch abschlachten. Nee. Nee? Ihr wisst nicht, weil in der Box waren 10.000 Euro, aber ihr habt Nein gesagt. Weißt du, was echt schade wäre? Erzähl's mir. Wenn jetzt jemand einfach komplett angezogen in diesen Pool fallen würde, oder? Richtig schade, glaube ich. Richtig schade. Ich würde sagen, wir suchen uns jemand. Guck mal, die armen Jungs da, die sitzen in der Sonne. Das ist schon ziemlich unangenehm, oder? Ja, eigentlich echt traurig. Guck mal, die grinsen auch schon so. Ich glaube, die sind sehr traurig. Willst du den Startschuss geben? Ja, guck mal. Seht ihr da hinten diesen hellblauen Pool da hinten? Den kleinen, den hellblauen. Wer von euch zuerst da drinnen ist mit Klamotten? Jetzt! Oh, Scheiße. Basti, komm mit. Der Einsatz war da. Oh, Scheiße. So, wer war jetzt der Erste überhaupt? Ich hab's auch nicht gesehen. Ich glaube, wir brauchen eine Wiederholung, oder? Nochmal.
Du warst der Erste, denn hier. Und was machen wir jetzt? Du warst schlau, ja? Du hast wenigstens die Schuhe aus. Ja, was machen wir jetzt? Ja, warte, wir wer war jetzt der Erste nochmal? Er war kollegial. Gut, dann haben wir den Platz 1 auf jeden Fall schon mal gekürt. Tropf das nicht so voll, bitte, ja? Oder soll ich das eben abnehmen? Okay, Glückwunsch, du hast schon mal Platz 1 gemacht. Wie war's? Anstrengend, Alter, bei der Musik. Aber du hast ja zum Glück eine gute Abkühlung. So, und wer war jetzt Platz 2? 3 Millionen. Detail, egal was drin. Okay, wir haben 2. Platz 2, Leute. Ja, dann nimm das auch. Du das mal. Da gebe ich dir auch mal nochmal zu dir. Was ist das überhaupt? Hat sich das gelohnt? Das ist eine Darkside-Geschenkbox. Ist ja auch schön warm. Du bist ja gleich wieder trocken. Von daher, das wird schon passen. Die haben dich hops genommen, oder was? Ja, absolut. Ihr seid, ich dachte, ich zieh euch easy ab ohne Probleme. Ich renne wie der Gott auf einmal 2 Meter, Leute. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ihr müsst das halt noch ein bisschen sauber machen hier jetzt, ne? Also das mit dem Wasser. Ja, einfach alle hinten. Ja, das ist natürlich ungünstig. Okay, aber Jungs, starker Einsatz. Warte, du bist zu trocken. Ja, du auch, guter Einsatz, guter Einsatz. Braucht noch ein paar ordentliche Pfeifchen und viel Spaß damit. Tschüss, Jungs. Emmet, komm noch mal zu mir. Hast du, guck mal, wir brauchen eine Idee für eine Challenge. Ja. Es geht darum, eine Pfeife zu gewinnen und eine Darkside-Box zu gewinnen. Okay. Wir brauchen irgendwas, was fies ist, aber auch funny. Die sollen sich nackt ausziehen und hier um die Feld rumlaufen. Und was mich nicht auf YouTube gebannt bekommt. Dann habe ich keine Idee dazu. Mist. Alex, hallo. Hallo. Hast du eine gute Idee für uns? Wir wollen eine Pfeife und eine Geschenkbox verlosen. Okay. Es soll aber schon irgendwas Fieses sein. Was Fieses? Ja. Hast du eben gesehen, wir haben Leute in den Pool rennen lassen. Ja, das fand ich gut. Ja. Und sowas brauchen wir wieder. Oh, schwierig. Also ihr merkt schon, die kreativen Leute äußerst unkreativ. Hey. Fällt dir was ein? Ja, uns ist das mit dem Pool eingefallen. Und dem Rennen, ja. Also dem Basti. Basti, fällt dir noch was ein? Gerade nicht, nein. Perfekt. Wir finden gleich was Gutes. Wir melden uns zurück mit der letzten Box und der letzten Pfeife. Es ist sehr warm. Die Leute brauchen eine Abkühlung. Genau. Und wenn man bei dieser Abkühlung noch was gewinnen könnte, dann wäre das doch wundervoll, oder? Wäre richtig schön. Ja. Also es ist auch absolut nicht fies. Und dann dachten wir uns, wir machen einfach ein kleines Tauchturnier draus. Ja, aber ein bisschen Apnoe tauchen. Lass von jedem Tisch eine Person nehmen. Okay, von, ja, machen wir. Gruppen. Lass mal fragen. Machen wir? Hallo. Ihr sitzt hier so in der Sonne, ne? Es ist bestimmt ziemlich heiß, oder? Hätte jemand von euch Lust auf eine Abkühlung und die Chance auf eine Darkside-Pfeife? Ja? Eine Person. Hast du ein Problem mit Wasser? Ja, dann komm. Perfekt. So, Kandidat Person. Nummer 1. Da hat gerade schon jemand geguckt. Oh, da wird sich aber gerade ein Köpfchen vorbereitet. Ja. Würdest du da noch kurz pausieren? Für was? Also für so eine Darkside-Pfeife. Wir hätten da eine kleine Challenge-Idee. Kannst du gut tauchen? Tauchen? Ja, versteht die Frage. Oh Gott. Wer von euch kann am besten tauchen? Und? Mein Lungenvolumen ist noch ganz in Ordnung. Ja. Noch? Okay. Hast du Bock, ja? Ja. Ja, dann let's go. So, dann haben wir Kandidat Nummer 2. Hallo. Euch ist sehr warm, oder? Deswegen hast du auch einen schwarzen Pulli an. Kannst du gut tauchen? Ja. Kannst du gut tauchen? Okay, wer von euch kann besser tauchen? Ah, perfekt. Also wir suchen jemanden, der Interesse hätte, eine Darkside-Pfeife zu gewinnen und dafür bei einem kleinen Tauchturnier mitmacht. Was heißt Tauchturnier? Hier im Pool oder was? Ja. Einfach Luft anhalten oder was? Ja. Hast du Bock? Bist du dabei? Okay, stark. Dann brauchen wir noch einen weiteren Kandidaten. Hallo. Wer kann denn von euch am besten tauchen und hat Bock, eine kostenlose Pfeife zu gewinnen? Kannst du gut tauchen? Wir bräuchten noch weiblichen Support. Bis jetzt sind es nur Männer. Rettungstaucher? Ich hab dich zuerst gefragt. Bist du dabei? Wir haben bis jetzt 3 Kerle. Eine Frau in der Runde wäre schon noch eine gute Sache. Aber sie ist dabei? Okay, wir treffen uns am Pool. Also folgendermaßen. Ihr kriegt eine Vorbereitungszeit. Ich gebe den Startschuss. Oder magst du das Startsignal geben? Ja, ich kann Startsignal geben. Okay. Ja. So, dann kommt Startsignal. Und wer am längsten die Luft anhalten kann, gewinnt die Pfeife. Relativ easy. Willst du nochmal das Wasser zeigen? Was ist da jetzt? Ja, film nochmal richtig schön aufs Wasser, Basti. Also angeblich hat da irgendjemand schon seinen Kopf drin sauber gemacht. Aber ich sehe eigentlich keinen Tabak. Ach so, so nach dem Tabak raus, verstehe. Ja gut, ist halt auch eine Challenge, ne? Dann machst du Countdown. Ja. 3, 2, 1, runter. Mach mal so. 3, 2, 1, los. Soll ich mal ein bisschen ärgern? So, er lebt noch. Er bewegt sich auch noch. Lebt er noch? Okay, gut. Warte, kurzer Test. Der erste ist raus. Lebt er noch?
Oh nein, also, Nummer 2. Ja. 1 gegen 1. Boah, wir hätten die Zeit noch stoppen sollen. 1:10 hast du gestoppt? Stark. Okay, gut. Bei wie viel Zeit sind wir? Du hast die Stoppuhr. Bitte. Der eine wird rot. 1:20. Krass. Lass die lieber rausgehen. Lebt mach mal lieber was anderes. Lebt noch. Digga, lass mal die rausholen lieber. Stell dir mal vor, die Schlagzeile. Oh, gewonnen. Komm, nein, hör auf, nein, mach nichts. Nein, doch. Wir wollen jetzt auch wissen, wie lange es noch schafft. Okay, gut. Okay. Leider letzter. Alles gut? Oh Gott. Du klingst gar nicht außer Atem. Nee, alles gut, ich kann lange Luft anhalten. Glückwunsch. Stark gekämpft. Hat sich gelohnt? Ja, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Dann einmal den Gewinn. Ja, für dich, deine Pfeife. Dankeschön. An die anderen trotzdem danke fürs Mitmachen. Dann viel Spaß mit dem Pfeifchen. Ich danke dir. Gerne. Hallo. Hättest du eine kleine diabolische Challenge-Idee, wie wir diese Box loswerden? Wir brauchen was Fieses. Wir haben Leute in den Pool rennen lassen, wir haben Molasse-Tauchen gemacht. Okay, also ich hätte was Gefährliches. Kohle in der Hand halten ist nicht so cool, glaube ich. Oder? Am besten ohne, dass Menschen bleibende Schäden... Das ist schwierig, dann wird es ja nicht gut, weißt du? Wäre für ein Thumbnail vielleicht gut. Wir müssen uns ganz kurz was überlegen. Okay, Pause. Wir überlegen erstmal. Ja. Wir gehen jetzt mal da vorne hin und fragen mal jemand, ob jemand eine Dusche will. Ist ja auch ein bisschen warm. Für die Box. Bloß, ich sehe hier keine Duschen, deswegen müssen wir ein bisschen improvisieren und uns eine Dusche selber noch irgendwo organisieren. Lass mal da rübergehen, da hinten. Wem ist warm? Oder so, ja. Mir nicht. Ist angenehm. Gerade angenehm, Schatten. Okay, die wollen keine Geschenkbox gewinnen. Nee, bei dir kommt leider nicht in Frage. Nur die Aeon kommt in Frage. Hättest du Interesse an einer kleinen Dusche? Ich wurde schon geduscht von Unel vorhin, aber ja. Ja, eine zweite. Okay. Kein Problem. Wie wär's denn, wenn du das Pfeifchen auseinanderbaust und dir einfach dieses Wasser überkippen tätest? Und gleichzeitig deine Freunde noch hops nimmst, weil die nicht weiter rauchen können. Da muss ich dir neues Wasser organisieren lassen. Ist dir das so eine Geschenkbox wert, oder? Ja, von Darkseid, du. Das sagen wir nicht nein, ne? Das sagen wir nicht nein. Dann würde ich sagen, let's go. Guck mal hier. Leck. Oh, da schwimmen sogar noch ein paar Fleckchen. Oh, siehst du das? Ui, lecker. Darf ich ohne gleich nochmal holen, dass er mich abzieht? Ja, das darfst du. Was du danach machst, ist, wie du möchtest. Hast du Handy aus den Taschen? Ich hab alles raus. Okay. Bist du bereit? Schön langsam, richtig langsam. Tröpfchen für Tröpfchen, bitte. Erstmal so ein kleiner Vorgeschmack. Ja. Und? Boah, es riecht schon... Boah. Boah, es schmeckt nicht laut. Du hast da ein bisschen Tabak. Oh ja, ich merk's. Ah. Oh Jungs. Ja, ich glaube, das war's. Und? Ey, man riecht ein bisschen den Tabak raus. Oh, das stinkt doch echt ekelhaft, ne? Ja, hier liegt der Tabak. Aber dafür. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. War's dir wert? Ja, auf jeden Fall. Ja. Hat Spaß gemacht. So Jungs, ich bringe euch. Irgendwie ist das Wasser. Ja, Wasser machen wir gleich. Ja. Kommt das hoch. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Macht's gut und viel Spaß damit. So, die Geschenke wurden verteilt mit Darkseid. Einige Leute glücklich gemacht, also erst nass gemacht, ein bisschen vielleicht auch gefoltert, aber dafür haben sie was Schönes bekommen. Und das ist doch im Nachhinein das Wichtigste. Also, ich hoffe, der kleine Eindruck von den Darkseid-Geschenkboxen, vom Verschenken und vom Verteilen hat euch gefallen. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch nochmal ein Kuss an Darkseid für das Bereitstellen von den Boxen. Sehr, sehr nice, dass sie bei sowas dabei waren. Vielleicht kann man das ja demnächst nochmal machen.